Hi Leute. Sorry, ich bin gerade am Essen, das stört mich ein bisschen, ehrlich zu sein. Oh ja. Hätte ich ja nicht ein paar Sekunden später einschalten können, also wirklich, wirklich, wirklich. Bin stolz darauf, euch hier. Sorry, nach dem Essen. Stolz darauf, euch die nächste Mission zu Dienstag zu zeigen. Ja, hier waren wir schon. Jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wo es weiterging. Hier waren wir auf jeden Fall auch schon. Sonde gestartet. War ich hier starte echt schon? Sonde. Und so ungenau die Sonden da abfliegen lassen? Kann ja kaum sein, ey. Okay. Wollte ich mal sagen. Wie viel Benzin haben wir noch? Auch nicht mehr so, gell? Dann gehen wir wieder mal zum System auftanken nochmal. Ne, wir haben Vater nur 66%. Sorry, ich habe wieder irgendwas echt verpeilt. Tut mir leid, wir fliegen da jetzt auch gleich hin. Ich hatte heute einen harten Tag hinter mir. Wir waren heute nämlich im Stadion. Oh Gott, die bleiben das Stadion. Oh yeah. Ich habe die Chance genutzt. Und also wir hatten eine Sitzung. Und ich habe die Chance genutzt und bin ein bisschen mal runter und habe mich auf die Trainerbank gesetzt. Und da, wo die Leute reinlaufen, davon kann niemand erzählen, gell? Und da, wo die Spieler reinlaufen, diesen Spielergang, ein paar Fotos gemacht. Und mich auf der Trainerbank sitzt. Geil, ey. Auf jeden Fall mit Fußball habe ich es ja weniger. Aber durch dieses fette Erlebnis hat sich das jetzt, glaube ich, ein bisschen verändert. Könnte ich doch noch zum Fußballfan werden. Sonde gestartet. Aber wie gesagt, zum Fan. Nicht zum Spiel oder so, zum Fan. Und ich hatte ja schon vor einer Weile mal vor, ein bisschen Football-Manager zu spielen. Hab mir auch schon besorgt. Den Football Manager und jetzt mal gucken. Vielleicht mal, also es war echt ein geiles Erlebnis. Echt, also Respekt, das war richtig klasse. Ich hab mir gedacht, oh Gott, jetzt kommen die gleich und schmeißen uns raus und bringen uns um da und geben uns lebenslanges Stadionverbot, keine Ahnung. Aber wir hatten wohl Glück. War niemand da. Also wirklich, echt, ich hab's genossen. Es war ganz toll. Vielen Dank. Starte Sonde. Vielen Dank dafür. Es war. Der Wahnsinn. Doch, das hat mir viel bedeutet, das war fett. Das war fett. Sonde unterwegs. Okay. Sorry. Ah, ja, ich erinnere mich. Na klar, jetzt Flashback. Ich bin wieder da. Ich bin wieder hier. Wir haben das Ding hier fertig gemacht, genauso. Und jetzt haben wir gesagt, diese Folge gehen wir mal zum Erforschen runter. Und dann mag ich am liebsten hier zum Gareth gehen. Wie heißt es? Zum Gareth, oder? Zum Tomilianer. Ich kann mir gerade überhaupt gar nichts mehr merken. Ihr wisst schon. Zu dem gehen wir jetzt hin. Der ist da irgendwo. Okay, ist ja doch woanders. Nee, hier, ne? Ah, geil, seht. Ja, den haben wir besucht das letzte Mal. Es war so cool. Ja, das ist ein Modell der Verikan. Turianische Fregatte, ein tolles Schiff. Genau, ah, klasse. Ich habe mal eine Mission geleitet, das Ding von innen heraus auszuschalten. Ja. Ich habe mal eine Mission geleitet.
Keine Chance auf Erfolg. Aber wir haben es geschafft. Außer mir sind alle gefallen. Aber was der nicht alles erzählt für Geschichten. Ah, die waren cool. Ich habe das sehr genossen, die Geschichten von ihm. Klasse, echt. Also ein großes Lob an ihr. Ihr habt ja richtig geil gemacht. Vielen Dank dafür. Bedanke ich mich vielmals. Men's Restroom. Crew Quarters. Women's Restroom. Ah, oh. Ne, hier auch nicht. Ne, hier, genau hier. Okay, also ich hab's nicht so ganz hier mit dem richtigen Durchgang. Ah, wir könnten mal mit Garten reden. Miranda reden wir jetzt mal nicht. Kein Bock drauf. Nein, wir gehen hier durch. Und danach vielleicht mit dem Koch mal gucken. Genau, Garus, alles klar. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Okay. Haben Sie Vorschläge, welche Upgrades bei den Waffensystemen der Normandy die sinnvoll wären? Ein paar schon. Hier, sehen Sie mal. Yeah. Also, wir machen die Waffen-Upgrades. Wie gesagt, wir haben ja Kohle jetzt dafür. Okay, aber ich muss jetzt... Aber nicht über... Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie Vorschläge? Ein paar schon, hier. Ne, muss ja doch wirklich alles so machen. Ist ja sehr ärgerlich. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie Vorschläge, welche Upgrades... Ein paar schon, hier, sehen Sie. Okay, da haben wir auf jeden Fall nichts. Panzerung, Upgrades... Medikapazität, Forschung, jawohl. Shepard. Untersuchen, machen wir die Upgrades. Haben Sie Vorschläge, welche Upgrades? Ein paar schon, hier, sehen Sie. Ja. Schiffsverbesserung, jetzt mal gucken. Kanone, Tarnix, Platin erforderlich, haben wir mehr als genug. Ah ja. Shepard. Brauchen Sie was? Haben Sie Vorschläge, welche... Meine aktuellen Upgrades arbeiten einwandfrei. Ich habe mein Bestes gegeben. Was können Sie mir über... Die Waffen-Upgrades sind vom Feinsten. Das Ding hat eine enorme Feuerkraft. Vielleicht hätten wir damit sogar eine Chance gegen die Kollektoren. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Kann das warten? Ich stecke gerade mitten in ein paar Kalibrierungen. Okay. Wir reden später, Garrett. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Mhm. Okay. Ich werde Ihre passt, Zeit passt. An die Arbeit. Ja, cool. Dann gehen wir einfach mal zurück in die Arbeit. Da bin ich nämlich auch gerade irgendwie voll Bock drauf. Und jetzt fliegen wir mal irgendein System an. Irgendwie geht's jetzt mal ab hier. Das ist jetzt richtig cool. Jawohl, auswählen. Vielleicht kriegen wir was fürs Quartier des Captains. Ah, cool. Warte, Leute, noch ein Stückchen trinken. Moment. Baby. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Ja, ja, mach mal die Galaxiskarte auf. Die Galaxiekarte. Ja. Okay, wohin gehen wir? Wir gehen nach Batalla. Müsste uns eigentlich gerade reichen, oder? Nur die Hälfte unseres Treibstoffs ist noch übrig. Ah, nicht mal mehr. Oh, Element Zero. Oh. Starte Sonde. Naja, hält sich im Kletter. Hier. Sonde unterwegs. Starte Sonde.
Na, da, 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 Element Zero. Oh, geil. Haha. Starte oh, Sonde. Ja. Ja, cool, auf jeden Fall. Starte Sonde. Das nehmen wir noch mit. Gestartet. So, jawohl. Und damit hat sich die Sache jetzt erledigt hier. Sehr cool. Jetzt habe ich nur irgendwie Schiss, dass der Treibstoff nicht ganz ausreicht. Für den Rückflug. Mhm. Und auch mit einiges an Population einigen. Sonde gestartet. Oh, Element Zero, aber ordentlich. Starte Sonde. Ah, guck mal, guck mal, guck mal. Was sind für fette Ausschläge haben, alter Schwede. Sonde gestartet. Starte Sonde. Sonde da kannst du nur drücken, ey. Bam, drücken, bam, drücken, bam, drücken. Ey. Überall fette. Fette. Oh ja. Sonde ey, gestartet. Ganz sorry, ich glaube, das ist für euch in dem Fall hier brutal langweilig. Das ist so ein richtiges Suchtding. Das kann man, glaube ich, nur verstehen, wenn man es selber macht. Das macht Spaß, ey. Da kann ich Zeit verbringen. Heide, nein, du. Wie so stumpfsinnig. Ah, oh, oh nein, noch mitnehmen? Ja. Sonde gestartet. Geil. Okay, okay, okay. Dankeschön. Was gibt's hier noch zu sehen? Ach, die Sonne kann man auch erforschen, oder was? Logaziri. Typ 10 Asteroid, okay. Starte Sonde. Mit. Passt schon, denn daneben nehme ich auch Sonde mit. Sonde gestartet. Ah, hier in Polnähe. Sofern man dort von Pol überhaupt reden kann. Müsste man eigentlich schon, oder? Reden können von Pol. Sonde gestartet. In der Äquatornähe scheint es hier auf diesem Planeten nicht so viel zu geben. Ah ja. Sonde gestartet. Okay, bei Element Zero gibt es hier keins. Ja, das ist ja das auch. Zum Beispiel jetzt auf der Erde gibt es ja auch vielleicht nicht alle Elemente und es gibt vielleicht noch Elemente, die wir nicht kennen auf anderen Planeten. Ah, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Ah, Gott sei Dank. So, Treibstoffdepot, jawohl. Gluck, 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 gluck.
Kamivori auch voll. Anirlaktaran. Ja. Yeah. Arinlaikan, da fliegen wir hin. Also das macht wirklich einen Großteil des Spiels auch, ganz im Gegensatz zu Mass Effect 1, ja. Hier die Systeme zu erkunden, finde ich echt klasse. Also ehrlich. Uta. Aber auch hier tappe ich mich ja dabei, seht ihr ja auch, dass ich die Texte gar nicht unbedingt alle lese. Starte Sonde. Starte Sonde. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Hey, lauter Klasse. Klasse Abbaustellen. Jawohl, top, top. Sonde gestartet. Ist das geil, ey. Top. Sonde unterwegs. So, okay, das genügt aber wieder weg von Uta. Ja, das war's, oder? Na, damit wäre das jetzt auch hier erforscht. Damit hätten wir jetzt hier alle Systeme entdeckt, gell? Dann können wir zum Massenportal zurück. Nur die Hälfte unseres Treibstoffs ist noch übrig. Ja, ist okay. Tun wir jetzt mal schön im Treibstoffdepot Treibstoff kaufen. Sonden und dann zum Massenportal. Oh ja. Den Proganer. Die Gefangene. Seed helfen. Zur Citadel. Was soll man machen? Ist das geil, oder? Sorry, es gefällt mir gerade. Ich genieße das hier sehr. Weil es richtig cool ist. Danke. BioWare, dass ihr das macht. Aber ich würde gerne die Gefangene rekrutieren, ja. Okay. Okay, wir sind da, Moment. Ich bin gleich wieder bei euch. Jetzt einen Blick werfen. So, okay, passt. Also, Freunde, hier ist auch das Treibstoffportal. Gefängnis, okay. Hier mal die eine Gartenwelt im letzten Stand der Bewohnbarkeit. Oh je. Aber auch Element Zero, sorry, hab ich ja voll ver... Boah, tolle Werte für Element Sonde Zero. Unterwegs. Klasse. Sonde gestartet. Boah, top Werte für Element Zero, top. Top. Sonde was gestartet. Für, boah, ja, sehr klasse. Die Gartenwelt. Starte Sonde. Bam, Sonde unterwegs. Bam, 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 bam. Und der nächste Bam. Oh, sehr wohl.
Sonde unterwegs. Top, 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 top. Oh mein Gott, dann habe ich die Gartenwelt hier. Oh, den auch noch mitnehmen. Sonde oh, gestartet. Yeah, klasse. Klasse, klasse. Ey Leute, wenn ich das hier so spiele, krieg ich richtig Bock mal wieder auf EVE Online, weil es einfach so geil ist. Echt jetzt. Sonde gestartet. Jetzt, okay, weg hier. Okay. Starte Sonde. Ich frage mich nur, wofür ich das alles jetzt wirklich mache, weil ich sag mal, so teuer sind die Sachen jetzt gar nicht eigentlich. Starte Sonde. Und das teuerste, was ich bis jetzt hatte, waren die Schiffs-Upgrades und die habe ich ja schon locker rein verdient. Naja, okay, das nehme ich mit und hat sich das aber auch nicht so ergiebig, der Planet. Passt. Und weg, ja. Klasse. Da könnte wieder Element Zero vorhanden sein. Sonde gestartet. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Ja, da geht es richtig gerade bam 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 hier raus. Ja, ah, und nochmal. Ah, ja, Sonde gestartet. Drücken, 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 drücken. Ja, ja, ja. Alles nur. Schüttet mich zu mit allen möglichen Mineralien. Ja, top. Sonde gestartet. Sonde unterwegs. Okay, passt, passt, passt. Nächster Planet. Ah, geil. Gehen wir gleich mal zum Treibstoffdepot. Ist schon voll. Jawohl. Olokun, okay. Oh Mann, ey. Vielleicht sollte ich bei der Folge hier einen Hinweis machen. Achtung, langweilig. Starte nur scannen nach Planeten. Ist ja wirklich nicht sehr spannend. Starte Sonde. Starte Sonde. Ja, ja, super. Bin sehr zufrieden. Sehr gut, okay. Jetzt, was gibt's hier noch? Da gibt's noch einen. Ach, das ist das Ding vom Massenportal. Sonst habe ich alle. Die Purgatory. Und ihr wisst ja, Burka Bumster ist das Fegefeuer. Eigentum der berüchtigten Söldnergruppierung Plusans, aha, die kennen wir doch schon, war früher ein Archenschiff, auf dem Nutztiere gehalten wurden. Heute ist es ein Gefängnis für alle, die im Kampf gefangen genommen oder von skrupellosen Politikern unter den Deckmänteln Subcontracting und Outsourcing verkauft wurden. Es gibt Gerüchte, die Plusans würden besonders befähigte oder durchtrainierte Gefangene batterianischen Sklavenhändlern übergeben, aber kaum ein Zeuge derartiger Transaktion hat lang genug überlebt, um davon zu berichten.
Angeblich betrug die Population an Bord 4350, aber unabhängige Journalisten gehen infolge bewusster Überlegungen von der dreifachen Menge aus. Oh ja. Und da gehen wir jetzt hin. Ja. Ey, ich bin zu dumm, um so einen Riegel da zu essen. Immer aus den Händen fallen muss, du scheiß Dreck. Okay, natürlich eher hier, du der harte Junge, weil der einfach so cool ist. Und, Garrus, wie eh und je, wird mir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ey, ist das ein Scheiß? So, jetzt. Okay. Ja, annehmen wir. Ja, auswählen. Top. Ja. Ja. Wer erwartet uns denn hier? Auf jeden Fall, liebe Freunde. Zeit für die Folge erlöst. Nächstes Mal geht's weiter. An der Stelle schaltet wieder ein und dann gehen wir ins Gefängnis. Bis dahin. Ciao.